like a Hellcat. Erstmal runter. Und hiermit hallo und herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Okay, also ich kann in der App denn nicht designen. Das ist ja auch egal, da ich jetzt einfach mal den Motor starte. Und ich mir diesen geilen Sound gebe. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Bock, die Drift-Story noch ein bisschen weiterzuführen. Sprich... Garage verlassen am Tag. Weil ich möchte nämlich auch mit der Drift-Story weitermachen. Natürlich könnten wir auch mit Anna weitermachen. Aber hey, ich habe jetzt irgendwie Bock zu driften. Weil ich muss sagen, wir haben es gerade irgendwas mit 16 Uhr. Und ich habe seit 14 Uhr Feierabend. Also ich habe Bock. Diese Crew, die Dream Killers, hat deine Arbeit verfolgt und will jetzt ein paar Duelle fahren. Leider heißt dein Sieg nicht, dass wir sie verdrängen. Sie bezeichnen die Rennen nur als Sparring. Aber hey, du kannst sie zumindest ein Dämpfer verpassen. Ich dachte, wir. Die Sache ist die. Die Beschlagnahmung meines Wagens ist bei der Polizei nicht dokumentiert. Sie sagen, sie haben ihn nicht. Das ist echt scheiße. Wem sagst du das? Sorry, diesmal bist du auf dich gestellt. Viel Glück. Hier ist Dwayne. Falls du interessiert bist, hätte ich jetzt eine echte Herausforderung für dich. Ich glaube, die Strecke wird dir gefallen. Aber bevor ich zur Strecke fahre, werde ich auf einem Weg... Ist die hier schon frei? Das ist gefunden, okay. Aber ich fahre erst hier hin. Hier. Und wie ihr seht, da unten beim Tacho habe ich jetzt zwei Nitropullen, also zwei Nitroflaschen. Das ist in manchen Situationen gar nicht mal so schlecht. Ich vermute mal, bei der Polizei wäre es gar nicht mal so schlecht gewesen, da wäre ich schneller weggekommen. Aber so langsam wird es echt Zeit für ein zweites Auto. Also nach dem Rennen von Wayne gucke ich mal, ob es sich jetzt lohnt, sich ein neues Auto zu holen. Weil wir können ja nicht immer nur mit einem Wagen fahren. Also wir brauchen ja mindestens mal zwei oder drei, ne? Weil es kommt ja irgendwann noch die Offroad-Story. Und da bin ich auf jeden Fall heiß. Aber bei Offroad weiß ich schon, was es wird. Wahrscheinlich ein Subaru. Und... Ja. Ich habe gehört, es wird ein Hawkeye. So. Da. Jetzt fahren wir zu Wayne. Hallo. Wegpunkt entfernen. Dahin möchte ich gerne. Also von daher muss ich ja sowieso sparen. Kriegst du jetzt auf den Straßen genug Aufmerksamkeit? Ich arbeite dran. Hey, cool, cool. Ich sehe nämlich in letzter Zeit viel mehr Streifenwagen vor meiner Tür. Gerade eben wollte ein Cop meine Akten sehen, um sicherzugehen, dass ich die Ausweise prüfe.
Sie suchen nach einem Vorwand, um die Werkstatt dicht zu machen. Können die das? Noch nicht, aber sie finden schon einen Grund. Ich weiß, du erregst gern Aufmerksamkeit, aber das ist nicht immer klug. Das Rampenlicht fällt auch auf jeden in deiner Nähe. Tut mir leid, ich wollte dir... Vergiss es, ich kann auf mich aufpassen. Und ich bin froh, dass Anna von der Straße runter ist. Aber sag ihr das nicht. Du sollst nur wissen, worauf du dich einlässt. Verstehe. Bis später. Ja, da haben wir auch noch mal ein bisschen was von der Story gehört und jetzt geht's ab in meine Story. Und zwar die Drift-Story. Friss oder stopp. Ist natürlich ein sehr guter... Schön, dass du zurück bist. Der erste Kurs war nur ein Renntitel. Der hier ist ein anderes Niveau. Probieren wir es? Lass mich starten. Dass man da gelegentlich manchmal immer so lange warten muss. Halt dich nicht zurück. Gut, aber nicht toll. Also bitte, ja, ich muss ja wieder ins Drift reinkommen. Kann ich ja nicht... Wie ein junger Gott. Auf Knopfdruck. Das braucht alles eine Zeit, Ray. Vielleicht ist der Kurs ja doch noch zu viel für dich. Ray, wir sind gerade mal bei der ersten Runde, ja, also... Bane, halt den Mund. Es geht nur um Kontrolle. Das war echt knapp. Willst du es nochmal versuchen? Ja, Wayne, das können wir gerne machen. Weil ich bin ja auch mit meinem Straßenwagen hier. Ich habe ja noch keinen eigenen Drifter. Ne? Also, der ist jetzt wirklich mehr auf Straße ausgelegt, Wayne. Das musst du auch verstehen. Also für ein Straßenfahrzeug ist das gar nicht mal schön, so schlecht. Schön, dass du zurück bist. Der erste Kurs war nur ein Warm-up. Der hier ist ein anderes Niveau. Probieren wir es?
Wenn es jetzt nicht klappt, dann, ja. Muss ich warten, bis ich, den Drifter habe, ne? Die Bühne gehört ganz dir. Halt dich nicht zurück. Ich habe immer noch ein Straßenfahrzeug. Ich fahre das hier alles nur, weil ich Drift geil finde. Gut, aber nicht toll. Der nächste wird noch besser. Wayne, was machst du mich jetzt so fertig? Also ich kann nichts dafür, also ich habe immer noch ein Straßenfahrzeug. Es geht nur um Kontrolle. Das will ich nochmal sehen. Nein, Wayne, also, ich weiß ja nicht, ob du es bemerkt hast, aber ich habe ein Straßenfahrzeug. Das funktioniert mit dem nicht so gut. Ja gut, ich könnte natürlich auch für die Driftrennen jetzt quasi das Auto nochmal, umbauen. Klar. Aber hey, das will ich nicht. Ach, da ist es. $22.000, das reicht nicht so ganz dafür. Ich springe jetzt nochmal dahin. Ich weiß ja nicht, ob Dex wieder was hat. Dann könnte ich Dex nämlich. Hat dich meine Schwester wieder in Schwierigkeiten gebracht? Nein. Warum sollte sie? Dex. Nein. Dex hat irgendwie keine Lust gerade. Also ich weiß nicht warum, aber Dex hat irgendwie keine Lust. Oh, ich fahre erstmal hier hin.
Weiter geht's. Ab zur Garage. Und dann zu Annas Rennen. Natürlich in der Nacht, ne? Hier an dieser Stelle beenden wir den Part, genau hier an dieser Garage. Und im nächsten Part geht es dann ab zu Anna. Und dann schauen wir uns das an. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.